Hallöchen und willkommen zurück bei Dark Souls 2. Hello. Hello, hier im Eisenschloss in der Lava. Ab geht's, Mann. Ich bin mega gespannt. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Level. Sieht zumindest so aus. Das Item da unten lasse ich jetzt mal liegen. Da hinten, ja. Hab ich jetzt da muss man wieder übers Feuer. Und hier liegt auch noch ein Item. Ja. Und da muss man immer über diese brennenden Steine. Und wir haben ja schon bei diesem anderen Item unten an der Treppe und so kläglich versucht, das vorletzte Mal. Ja, und wir denken irgendwie, es gibt irgendwie wie beim ersten Teil so ein Item, dass man dann irgendwann darüber laufen kann. Genau, das gab's bei Dark Souls 1 in Izalith. Da hat man so einen Ring bekommen bei einem Boss. Und dann konnte man einfach über Feuer laufen und es hat einem nichts mehr ausgemacht. Sowas wäre natürlich optimal hier. Es sieht auch ziemlich so aus wie Izalith im Dark Souls 1 hier die Welt. So eine richtig alte Burg und ganz viel Lava. Elf Estus, wie lebt er noch? Dazu kann ich leider nicht so viel sagen, wie das jetzt ist mit der Spielwelt von Dark Souls 2 und Dark Souls 1, wie das zusammenhängt. Ist alles irgendwie noch ein bisschen schwammig im Moment. Ja, aber es ist ja schon irgendwie die gleiche Welt, was er auch gerade gesagt hat. Es hat schon, also dieser... ja, also spielt in der gleichen Folge gesagt hat. Welt auf jeden Fall, ne? Die, also die kennen die Story von Dark Souls 1 auf jeden Fall alle. Boah, mies. Boah, die sind aber auch übel. Ja, und bei den Gegnern hier kriegt man da das Katana. Da kriegt man ein Katana, ja. Die haben eins in der Hand. Aber es gibt ja zwei oder drei, verschiedene. Na, vier sogar. Es gibt sogar fünf, glaube ich, oder so. Es gibt auf jeden Fall richtig viele. Boah, die haben eine Blutung auch noch. Mies. Boah. Was muss ich denn jetzt hier ja, geh doch nochmal da raus und nimm einen Blitzspeer oder so. Ach, Mist. Ja, du heilst dich da noch hoch, war doch gut. Ja, hat ein bisschen was gebracht zumindest. Aber die ist... Komm. Ja, der ist gestaggert und... Noch ein Schlag. Noch ein Schlag, so. Haben wir die auch aus dem Weg geräumt. Und boah, ja. Was brennt denn da so? Der Stier. Ein Gegner? Nee, nee, der spuckt einfach nur... Ach, und der lässt einen nicht an das Item. Ja. Ha. Ah, er setzt aber immer kurz aus. Aber so kurz. Ja. Na komm. Ja. Das geht auch so. Boah, ich hab schon was abgezogen bekommen. Ja, ja, aber... Aber so wenig. Fitzel nur. Ja. Das war irgendein Schlüssel, ne? Mhm. Oh, da kommt einer. Kommt einer, ja. Boah. Mies. Der lässt sich nicht vorbei. Hä? Er hat mich nicht getroffen, ich ihn nicht. Oh, oh. Das ist ein Typ, ey. Kamera war auch ganz mies gerade. Immer noch. Ne. Ja, da musste Erik mal wieder das Pad abgeben. Hat's aber jetzt auch lange gespielt. Ja, das stimmt. Aber viel gelabert und so. Viel gelabert. Ja, viel rumgelaufen und so auch. Ja. Oh, die sind aber schon krass, die Gegner. Ja, die sind schon... Dafür, schon in sich. Dafür, dass das vorher, die Erdenspitze, jetzt nicht so schwer war. Ich meine, gut, da gab es auch fette Gegner. Aber wir waren mit dem Feuerschwert wahrscheinlich auch gut bedient da. Und jetzt Wir in der Welt wahrscheinlich mit dem Im Feuerschwert Feuer, gar ja. nicht mehr so gut. Ach, und da fällt mir auch ein, in der Erdenspitze, da haben wir unten noch was vergessen. Wir haben diesen einen Weg nicht von diesem fetten Monster aufschlagen lassen. Weißt du, wir hatten das mal kurz probiert, ja, ja. aber dann nicht weiter verfolgt. Okay, aber das geht, oder? Das geht, ja. Ja, krass. Ich weiß auch jetzt wie. Also der muss halt einen bestimmten Angriff machen. Es geht nicht mit dieser Kugel. Wow. Also Blitz scheint hier richtig reinzuhauen. One-Shot. Ja, krass. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Boah, wie weit er rankommt, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ein Katana. Oh. Das war kein One-Shot. Keine? Ah, nein! Diese blöde Pyroflamme. Der Blitzspeer, der ist echt ein bisschen imbar. Ja, der ist echt krass. Und wir haben ja wirklich nicht. Also, wir haben 22 auf Wille, das ist jetzt nicht wirklich gerade so viel, aber der haut so rein oft. Boah, die sind aber auch schnell.
Oh, da steht ja noch einer. Mhm. Jetzt ist mein Rücken geblitzt. Aber ich finde auch dafür, dass hier quasi das ganze Thema Feuer ist, der Schaden geht sogar noch vom Feuer. Geht noch, ja. Ist jetzt nicht unbedingt so, als hätte man da gar keine Chance mehr. Schießt der da hoch? Nee, ne? Klar. Auf jeden Fall. Ah, man kann die Waffen nicht wechseln, wenn man das Schild oben hat. Macht auch ein bisschen Sinn. Aber das muss man erstmal checken. So. Gucken wir mal hier in den schönen Raum mit den Fenstern. Oh. Da sitzt jemand. What? Who are you? Who, me? I'm Magarold. Who else? What? Have a look at my wares. Räuchern? Ja, cool. Mach mal. Mhm. Hä, das sind unsere Zauber jetzt? Ja, klick mal drauf. Ich nehme mal irgendwas, was wir halt nicht brauchen. Den Seelenspeer wahrscheinlich. Mach mal. Ah. Das kriegen wir da raus? Ja, nee, das können wir jetzt einsetzen erst anscheinend. Ach so, okay. Also das ging vorher gar nicht. Wir haben es ja noch nie probiert. Mhm. Okay, das geht also bei dem. Mhm. Ja, cool. Haben wir den schon mal? Oh, ja. Die Banditenrüstung und eine coole andere Rüstung. Ja, die Narrenrüstung. Sieht lustig aus, ja. Okay, Fluchresistenz. Brauchen wir nicht. Oh, ein Duftzweig, guck mal. Oh, eine Menschlichkeit. Nimm lieber den Duftzweig. Ist doch viel geiler. Auf jeden Fall, ja. Aber die Menschlichkeit holen wir uns auch noch. Guck mal, da brauchen wir nur noch 100 Seelen. Ja, aber die können wir uns immer noch holen, oder? Jetzt da nochmal extra. Seele und Dings. Cheers. Oh, ich wollte noch mit ihm reden. Ja. Well, you again. Sprechen! I'm mainly a treasure hunter, you see. Mainly a merchant on the side. A room about, looking for a find, following me instincts. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? Well, that's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spouted from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I've been told. Not a bad story, eh? So, what'll it be? Anything for you today? Mm-hmm. Hey, you know that old fella with the hulking blue sword? Mm-hmm. He talks really oily of it, but I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drang Lake? Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there, I'd go and I'd claim it for goodies. Mainly a treasure hunter, you see. Ja, okay. Ja, der Typ hier, der ist wie der Erkunder oder wie hieß der? Der Explorer halt, ja. Die Klasse, die man am Anfang wählen kann. Hat auch genau das Set an und verhält sich auch so. Item. Guck mal, da sieht's doch. Was ist denn das? Probier mal die Wände. Ein Pharos. Ja, hier macht es nicht so viel Sinn. Nee. Hier so ein bisschen. Da hinten, oder? Yes. Krass. Hat's mal wieder funktioniert. Es sieht ja auch, also, wie das aussieht. Äh? Eine Balliste. Pff,
Vielleicht kann, da muss man ja noch eine Tür aufmachen können, damit das Sinn macht. Ja. Oder jemanden reinlocken. 20 Feuerpfeile ist auch cool. Aber wie willst du denn hier einen vor die Balliste locken? So an die Wand oder was zum Hinrichten? An die Wand stellen. Ja, ja, da. Oh, da ist einer. Aber einer kommt schon, ne? Ja, ja, ich weiß. Hat leider nicht so viel abgezogen, wie ich dachte. Schießt auch keine 3 Pfeile. Nee, das stimmt. Wie bei dem anderen. Okay, ich glaube, du kannst es gut sein lassen. Ich dachte, der eine kommt jetzt wenigstens noch. Ja, dachte ich auch, aber macht er wohl nicht. Na, die können hier nicht hoch, wie es aussieht. Ja. Oder doch, da ist eine Treppe. Idiot. Egal, du kannst dich hinter den Troppen lassen und direkt. Oder so. Ja. In den Rücken blitzen. In den Rücken blitzen. So sind sie echt billig, aber die Blitze sind auch bald leer. Hm, ob hier noch was ist. So ja, wirklich. Nicht so zu sein. So, hier geht's runter nur. Oh! Wo kommt der denn noch her? Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Du hast die doch beide erledigt davon. Eigentlich schon, oder? Ne? Jawoll! Schön, schön. Ein Schlag geht immer nur, ne? Ah, ne, und so auch noch. Ne, ja, ist nur, weil er dann diese Bewegung nach oben macht. Dann trifft er. So, wo sind wir denn hier? Sieht auch schön aus. Eisenschloss, ne? Ja? Ja, ja, ja. Schönes Level. Schauen. Gott, der bettelt ja um Blitz. Oder auch nicht. Doch. Ja, einfach weitermachen. Oh, irgendwas hat sie noch getroffen. Ja, ich weiß. Irgendjemand schießt hier. Wow, wie knapp's an mir eingeschlagen. Von da oben? Da, ja. Hm. Aber da kommst du jetzt so nicht hin, ne? Das ist ja mies. Muss ich jetzt vor dem wegrennen, hä? Ja, einfach weiter. Einfach ignorieren. Er hat mich auch nicht getroffen bisher. Einmal doch. Ja, ach ja, stimmt. Da ist noch einer vorne. Boah. Dann gehe ich mal hier runter. Zu dem Kollegen. Boah. Boah. Alter, der schlägt so verdammt schnell zu. Oh, mit den Pfeilen, das wird jetzt echt gefährlich. Ja, grad. Ich weiß. Oh. Das wird auch gefährlich. Boah. Alter. Ja. Hier runter kann ich und durch die Tür und da ist ein Hebel. Ja. Ich betätige mal den Hebel. Was passiert? Was passiert? Guck dich mal um. Wo? Oh. Keine Ahnung. Was? Oh, ist. Oh, vielleicht auch hier drin. Oh. Der Ofen. Der hätte dich fast weggebrannt, der Ofen. Oh. Ja, da kann ich wohl nicht rein. Es sei denn, ich zieh nochmal an dem Hebel und guck, ob das was damit zu tun hat. Oh, da ist ein Item. Da ist ein Item, aber da komme ich nicht weg. Doch, oder da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, okay. Hi. Langsam werden auch die Estos knapp. Ja. Cool, nur Reparaturpulver. Was geht hier noch? An den Wänden geht wahrscheinlich nichts. Gerade ganz schlecht auszuprobieren. Jetzt erstmal die Gegner töten. Jetzt kommt aber noch zu einer Zwischenstation. Bogenschützen, jawohl. Wo schießt denn der hin? Der ist aber auch wie dumm ist denn der? Ja, aber der ist auch ein bisschen größer als die anderen. Boah, wow, und hat ein anderes Schwert. Ein krasses Blitzschwert. So wie er es immer wieder einpackt. Ja. Boah, aber er packt schnell aus. Muss man ihm lassen. Schneller als man denkt, so, ja. So, ein Bogenschütze ist weg. Jetzt habe ich den anvisiert. Na, den könnte ich mal mit ein paar Wundern bekämpfen. Wir haben ja auch noch die Wucht. Kamehameha. Das ist korrekt. Oh oh. Oh, dass der immer einen Schritt nach vorne machen muss. So, da ist auch der Ofen. Aber da muss man scheinbar durch, um zu dem Item zu kommen. Ja. Scheint so. Lebensring okay. Plus 1. Cool.
Und ein glitzerndes Titanit. Und da kannst du weiter. Hier mich droppen lassen. Ja. Ja. Also müsst ihr wieder zurück zum. Und das geht's auch eh gerade nicht. Okay, da haben wir den Ofen und ach, hier geht noch ein Weg nach oben. Da kann ich. Ach, hier ist auch die Brücke runtergegangen, ja, genau. Gerade bei dem, ja, Hebel. Ja. Okay. Boah. Also ich muss mich irgendwie so stellen. Guck mal, da rechts war noch was. So kann er mich nicht treffen. Hast du gesehen? Wo? Rechts? Rechts? Muss man nach rechts gehen? Das siehst du gerade nicht, weil die Säule im Weg ist. Ach so, da, die Treppe. Ja. Ja, ja. Unter unten, unter dem links. Unter der Brücke ist auch noch was. Na? Bin ich nah genug dran? Ey! Kame. Ha! Oh! Sehr schön. Komme ich nah genug an den Rand, dass ich dem vielleicht auch eins verpassen kann? Könntest vielleicht auch hier mal von der Ecke. Pfeilen ausweichen. Wie? Ach, dem willst du eine verpassen? Ja, dann ist er weg. Glaube ich nicht, dass du das hinkriegst. Nee, wie sieht ihr nicht an? Schade, schade. Höchstens manuell. Das könntest du packen, ja. Aber. Ach, er schießt aber auch immer in die Wand, wenn ich hier stehe. Ich könnte ihn auch selbst mit dem Bogen abschießen. Ja. Oder? Ich teste das, das gerade noch. Oh. Doch nicht. Ja, von hier aber. Von. Also du kannst ihn schon mit dem Bogen wegholen, wenn du willst. Gucken, ob er mich so trifft. Das geht schon. Oh nein! Ja. Hm. Wo haben wir den Bogen denn? Du hast kein Estus mehr. Ja, was soll ich machen? Naja. Ja. Sterben. Trick sterben. Die Sau. Achtung, jetzt schießt er. Er scheißt halt auch drauf und schießt einfach in die Wand. Wenn es sein muss. Ja. Oh Gott. Ja, da sitzt du morgen noch dran. Ja, hast du recht. Der wehrt sich gar nicht. Nee, jetzt wehrt er sich echt gerade gar nicht. Ja, okay. Versuch's halt mit den Magiefallen. Ja, aber das bringt ja. Das dauert ja ewig. Ja, ich bin eh gleich tot. Meinst du? Meinst du, packst. Oh Gott, jetzt macht's noch 17. Warum macht's denn jetzt noch weniger? Weil ich nicht meinen Kopf schieße. Nee. Wo ist denn der Kopf? Ich habe ihn die ganze Zeit nicht richtig im Kopf getroffen. Ich glaube schon, das hat nämlich die ganze Zeit. 23 und plötzlich nur 15. Oh ja, ja, jetzt musst du es halt auch durchziehen, ey. Benutzt halt noch diese 4 Magiepfeile, oder? Ich meine, was wollen wir denn damit? Ja, wir 4 haben, Stück. Oh. Wir haben eh noch mehr Pfeile, glaube ich. Also besondere Pfeile. Ja, wir haben noch ein paar besondere Stimmen. Carsten, ja. Sehr oh schön. Mann, oh Mann. Aber jetzt ist es hier auch sauber. Carsten. Ding, 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 ding. Guck da, kannst du direkt runter quasi. Aber ja. Guck erstmal geradeaus vielleicht. Aber hier muss ich mich auch droppen lassen. Ja. Und da ist noch ein Bogenschütz irgendwo. Oh Mann. Lass dich erstmal hier droppen, oder? Ja, okay. Und du kannst doch da. Da ist ein Rad. Ja, ich weiß, ich weiß. Hm. Mach ich den Ofen noch mehr auf? Ja, hoffentlich nicht. Ah! Weg. Ist aus! Aus cool. Ist er. Cool. Da kann man wohl nicht hochspringen. Hier könnte ich mich droppen lassen. Ja, und dann kommst du auch in ah den ja, Ofen. Ja, da komme ich auch in den Ofen. Sehr gut. Oh, guck mal, da ist einer. Oh. Ist da unten an der Lava was? Nee, ne? Ich denke nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Da ist und noch da ist noch ein Hebel. Ja. Oh. Da. Oh, da unten, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, den muss ich wohl platt machen. Was gebe ich dem denn? Und da müssen wir irgendwie noch hin. Ein Blitz, hä? Gibt er direkt einen reingeblitzt. Ja. Wo ist er denn? Alter. Und weg ist er. Der war mal easy. Ja. So, mal gucken, ob hier noch eine Treppe runterkommt oder so. Oh. Einfach die Brücke ist noch weiter runtergefallen. Ah, jetzt kommt man noch wieder zurück.
wahrscheinlich, ja, und muss sich da nicht droppen, ja, lassen, ja, und hängt fest. Kannst du da rein? Ach, da ist eine Kiste auf dem Feuer, okay. Und ich kann hier noch... Nee, aber da komme ich eh nicht hin, die Ebene tiefer. Auf dem Feuer eine Kiste jetzt? Ja. Ja, da muss es ja ein Item, ja, geben, oder? Auf jeden Fall. Wenn man dann so lange da stehen muss. Oh. Ja, schön hier im Ofen. Guck mal, da ist auch noch eine Treppe nach oben. Eine Treppe, eine Leiter. Mhm. Ja, das haben wir eben gesehen. Ach ja, genau, den habe ich ja eh weggeballert. Dann kommen wir zu einem Item. Ja, ja, genau. Ja, okay. Nichts Besonderes. Bisschen Heilung. Schauen wir mal hier oben. Noch ein Typ. Na? Weggezaubert. Weggezaubert. Dein neues Spezialfähigkeit. Genau. Aber das Schwert ist auch echt mittlerweile, oh, muss man... Oh. Das Schwert ist echt ein bisschen zu schwach mittlerweile. Also ja, gerade hier für das Gebiet. Mhm. Ja, wir hätten mal so ein Katana farmen sollen bei den Typen am Anfang. Ja, Mann. Turtlemans sind das, ja? Wir wissen ja, dass wir hier irgendwo hier gibt es ja diese Glut. Das hatten wir ja schon mal gelesen. Ja, stimmt. Und... Dann kommen wir an das krassere Katana. Dann kommen wir an das Katana, ja, ans Ushigatana. Ja, das sind Oldschool Turtlemans. Würde ich auch mal behaupten. Das sind unsere guten Freunde quasi. Turtle dir einen rein. Boah. Turtle dich, du Schwein. Boah. Eine Vierer-Kombo. Übrigens habe ich auch letztens zufällig gesehen, im Internet gelesen, es gibt eine neue Turtles-Serie. Und da habe ich dann mal reingeschaut kurz. Und es ist so schlecht. Oh, der hat sich umgebracht scheinbar, der eine. Echt? Es ist so schlecht. Ist das denn ein Zeichentrick? Nee, es ist so halb 3D halt, also so, so animiert. Kurz. Soll ich hier schon rüber oder soll ich mich hier noch richtig umgucken? Wir waren nicht auf der anderen Seite da hinten. Ja, guck dich erst nochmal um. Okay. Und so halb animiert und aber mit einem gezeichneten Hintergrund und irgendwie fand das einzig Coole an diese war der gezeichnete Hintergrund. Also das war das einzig Coole irgendwie da dran. War ganz komisch, ich weiß nicht. Ich hab das ja geliebt als Kind einfach nur. Die Turtles-Serie. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Das war so gut. Guck mal, von hier kommst du an das Item, wenn du von hier springst. Und da ist auch Nebel. Oh, und eine Kiste. Und eine Kiste. Das war ja von diesem Typ, ne? Der hat... Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Ja, einfach von dem Kurt. War das. Ja, ja, von dem war es. Frank Zander. Das musste ich mir dann auch direkt reinfahren. Als ich wieder so im Nostalgie-Flash war. Hol dir das Item. Aha. Bitte stirb nicht dabei. Das ist jetzt gerade so schön. Hier, in Ruhe alle Gegner. Oh. Rote Egels passieren, cool. Was ist da unten? War nicht da unten? Nee. Okay, sah nur so aus kurz. Boah. Nice, schön. So, jetzt gehe ich hier durch, oder? Ich riskier's einfach mal. Riskierst du es einfach mal? Ja. Machst du es mal. Ohne ein Estus. Zum Schmelzerdämon. Scheiße. Hä? Gehen wir mal zum Schmelzerdämon. Ja, okay. Ich nehme mal einen Lebensstein, dass ich ihn kurz mal anpassen kann. Oh Gott. Der tötet dich so krass. Ja, der wird mich auf jeden Fall töten. Boah. Vor allem den mit dem Feuerschwert, ohne Wunder jetzt. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben nur noch Pyro. Ach doch, ein Blitz. Probier mal einen Blitz ihm reindrücken zu können irgendwie. Ja, das ist okay. Wenn du jetzt noch packst, bist du echt der Hero, Ben. Oh oh, er macht irgendwas. Er brennt einfach nur. Oh Gott, das Schwert macht überhaupt keinen Schaden. So gar keinen. Das hat zwei Schläge für 28 Damage gemacht gerade. Okay, der hat 69 gemacht. Und man darf nicht zu nah an ihn ran, ne? Sonst kriegt man einfach Schaden. Ja, so ein bisschen. Ganz bisschen. Ja. Aber ansonsten hinter ihm zu stehen ist glaube ich, wenn gut. Er so brennt hier gerade. Aber siehst du das, was du dem an Schaden machst? Ja. Okay.
Nacken, der schmelzt den, Mann. Krasser Hund. Ja, cool. Da liegen jetzt unsere Seelen. Ja, ein paar. Verloren. Ein paar Seelen liegen da. Ein paar, so 15.000. Hey, komm, es war jetzt schon so oft so, dass einfach nur ein Leuchtfeuer oder so hinter einem Nebel war. Nee, einmal nur. Ja, oder sonst. Aber es ist nicht immer ein Boss. Ja, das also stimmt. Eigentlich nur jeder dritte Viertel Nebel. So kommt es mir zumindest vor. Also oft ist er einfach nur der Übergang in einen neuen Abschnitt. Oh Mann, und jetzt wieder diese ganzen Gegner. Und wir müssen alle Blitze aufheben. Ja, müssen wir echt. Und die Wucht auch. Ja. Ja, dann, also mit den 20 Wundern müsste man ihn ja eigentlich schon fast tot kriegen. Guck mal, die staggern bei jedem zweiten Schlag. Mhm. Cool. Und wenn man auf Distanz bleibt, dann ist er, glaube ich, nicht so schwer. Einfach nur Niedermetzeln. Mhm. Oh, nicht das Katana. Oh, da geht's runter, da waren wir nicht. Oder? Ach, da geht's auch nicht weiter, deswegen. Okay. Ja, wir hatten mal einen kurzen Blick reingeworfen, ich erinnere mich. Kommst du her? Okay. Der kommt nicht. Ich dachte nur kurz. Oh Mann, ey, dass wir das eben nicht rausgefunden haben. Ganz Wunder verschwendet. Zack. Wir können ja gar nichts machen. Nee. Muss nur den ersten Schlag richtig setzen. Ja. Ja, der war das eben. Oh, zwei. Hau einfach drauf. Ah, schade. Oh, schade, ich bin tot. Schade. Nee, ich lauf, lebe. lauf. Hä, ich hab doch geblockt. Ich hatte geblockt. Ja gut, ging vielleicht durch, ne? Nee, wir haben aber 100% physischen Abwehr. Physische Abwehr. Mies. Hm. Jetzt war das wieder so ein Kurzvergnügen nur für mich, weil ich dachte, ah, blockst du mal? Nee. Hättest du besser mal gerollt, so wie ich immer. Ich hätte mich da so rausgerollt in der Situation, ja. Und das hätte wahrscheinlich funktioniert. So, jetzt kommt her hier. Eisenschloss, Eisenfestung, wie auch immer. Jetzt wird hier mal aufgeräumt. Runtergehauen. Das ist echt ganz schön billig eigentlich. Oh. Na komm. Ja, da hat er mich auch einmal getroffen. Boah, guck mal, wir haben auch wieder kaum Leben. Ja. Komm. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Ja, haben's einfach. Ja, jetzt sind's keine 14 mehr oder 15. Wie angestimmt kommt und der visiert den Falschen an. Ah, Mist. Bisschen zu spät dran gewesen. Oh, Gegenstand. Ja. Ah ja. Da ist es. Das ist das erste Katana, was man haben kann. Ja, guck's dir mal an gerade. Oh, oh. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, dieser Blöde von der Seite eben, den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Und schon, sowas kostet einen nur den Tod einfach. Am Mist, ey. Oder das Leben. So, wie finde ich das denn jetzt? Ne, da bist du schon dran vorbei. Da war's. Ja. Ja, sieht cool aus schon mal. Mit was Geld ist so und wie viel Schaden hatte das? Boah, das Moveset ist nicht so cool. Naja. Der zweite Schlag kommt ein bisschen langsam, finde ich. So. Ja, aber was mit der Zweihand? Auch? So ähnlich. Ja, was? Aber ich finde es schon ziemlich geil. Ja, sind... Ist halt ultra lang auch wieder. Ja, ein bisschen zu langsam, finde ich.
Guck mal, das Geld jetzt schon mit A. Mit A, krass. Das ist halt schon krass, ja. Halt nur 95 Schaden, Grundschaden, mhm. aber mit A jetzt schon. Wenn man es hochschmiedet, wahrscheinlich mit S. Dann ist es schon hart. Ey! Ach so, die Seelen habe ich ja eben verloren. Tada! Oh nein! Stimmt, ja. 15.000, aber oh, das ist ja echt nicht mehr viel. Guck mal, du hast jetzt schon wieder 7.000. Nach den paar Gegnern. Ja, wie viel bringt so einer? 700. Na. Ja. Geht schnell, wenn man davon ein paar Metzel. Ja, dann gehen direkt straight durch, oder? Zum Boss. Ja. Ja. Lass den gerade stehen einfach. Boah. Lass dir gerade noch mal einen Rücken schlagen, genau. Oh, da kann ich jemanden rufen. Ja, aber... Machen wir nicht. Ist auch gar keine Zeit gerade für. Schnell stimmt. Trinken und... Da geht das Feuer an. Und blitzen. Mit dem Schaden kann man echt leben. Ich glaube, das ist auch mehr als 61. Ja, man sieht nämlich immer ganz kurz vorher so eine andere kleine Zahl. Ah, Mann, ey. Der schlägt 200 echt langsam. Irgendwas. Jetzt hast du noch Zeit. Oh, durchgeschossen. Was? Weil er sich in zwei Hälften gemacht hat. Ja. Ja, genau. Wir es übertreiben. Boah. Er kommt aber doch na, näher als einen ran, als ich dachte. Boah. Oh. Mach, go for it. Boah, das hat nur voll wenig abgezogen. Diesmal. Oh ja. Musst du sparen. Nee, nee, vielleicht nicht. Oh. Wieder durch ihn durchgeballert. Wie viel Schaden er gerade gemacht hat. Weil er jetzt auch ein brennendes Schwert hat plötzlich. Ja, ne? Krass. Hat sich in seinen eigenen Bauch gesteckt und es brennt. Oh Mann. Ja, der ist schon eine ganz schön harte Nummer, wie es aussieht. Sieht so aus, ja. Also, ich meine, gut, man muss halt irgendwie auf Distanz bleiben, die Moves mal ein bisschen auswendig lernen. Ja, und wir müssen hier jetzt mal ein Folgenpäuschen einlegen. Hier geht's dann an der nächsten Stelle weiter. Jo. Dann legen wir diesen Dämon auch noch. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann geht's weiter hier. Im Eisenschloss. Im Eisenschloss, ja, da bin ich schon gespannt. Und da wartet bestimmt noch ein richtiger Boss auf uns, denn das ist wieder nur so ein Zwischending, da bin ich mir sicher. Und ja, wer das ist, das sehen wir dann vielleicht schon in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschö.